Hey Leute, hier ist euer Perks und ich möchte mich mal ganz kurz bei euch melden. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es sind jetzt dann, also sprich, heute habe ich ja noch eine Creepypasta hochgeladen. Es sind jetzt 2 Wochen vergangen, seit ich das letzte Video hochgeladen habe, beziehungsweise eine Woche, weil heute kommt ja eins. Ihr hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme, ich bin krank. Ich bin momentan einfach krank, es hat mich voll erwischt. Ich musste auch diesen scheiß Corona-Test und alles machen. Zum Glück negativ, also ich habe kein Corona, keine Angst. Ich habe einfach eine kleine Grippe erwischt. Oder beziehungsweise grippeartige Krankheit, weil wenn man eine Grippe hätte, dann wäre man ja im Krankenhaus und alles. Also da könnte man nicht mehr laufen und nicht mehr stehen und nichts mehr tun. Ich habe die Creepypasta, die heute kam oder kommt, je nachdem welches Video ich zuerst hochlade von diesen beiden, in diesem Zustand aufgenommen, wo meine Stimme halt noch, wie soll ich sagen, sehr angeschlagen ist. Ich hoffe, man kann sie sich trotzdem gönnen, die Creepypasta. Ich hoffe, sie ist ertragbar und man kann sie sich trotzdem anhören. Ich hoffe natürlich sehr stark, dass bis nächstes Wochenende meine Stimme wieder da ist. Ich nehme auch Medikamente und alles und hoffe, dass das wieder kommt. Ich war jetzt auch die ganze Woche, letzte Woche krank geschrieben, war mehrheitlich nur im Bett und wie gesagt, es ging mir wirklich nicht gut. Es tut mir wirklich leid, dass ich kein Content produzieren konnte für euch und somit leider nichts gebracht habe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich wollte mich einfach mal kurz bei euch melden, damit ihr auch mal so ein bisschen ein Lebenszeichen von mir habt. Ich habe ja auch so einen Community-Beitrag gepostet. Finde ich ganz cool, dass ich das auch mittlerweile nutzen kann. Hätte ich eigentlich schon länger nutzen können, aber ich bin nie drauf gekommen, das auch wirklich zu nutzen schlussendlich. Schaut doch immer mal wieder rein, wenn ihr Bock habt. Lasst gerne ein Abo da. Teilt die Videos mit euren Kollegen. Würde mich wirklich sehr unterstützen und ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr die Creepypasta noch nicht gehört habt. Das tragische Waldhaus wird heute veröffentlicht mit diesem kleinen Infovideo und nochmal sorry, dass ich nichts gebracht habe und vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch ganz gute Gesundheit, hoffe nicht, dass ihr diese Grippe-Symptome bekommt, die ich jetzt hatte. Momentan ist halt Grippesaison, da ist sowas fast normal, geht halt ein bisschen rum. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bleibt gesund. Macht's gut, bis dann, euer Perks. Ciao, ciao.